Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt. Und zwar Devil May Cry. Ich hatte bereits schon Devil May Cry 4 gespielt. Und nachdem ich mir jetzt nun die HD Collection geholt habe, der ersten drei Teile, möchte ich nun diese auch Let's Playen. Und ich freue mich eigentlich schon riesig, weil Devil May Cry eins der Spiele ist, die mir persönlich sehr gut gefällt. Möchtest du vorfahren? Falls du fortfahre... was? Hinweis? Falls du fortwährend... Oder... Nee. Falls du fortfährst, musst du Devil May Cry HD Collection neu starten, wenn du ein neues Spiel spielen möchtest. Naja, gut. Alles klar. Nee, jedenfalls, das ist wirklich eins der Spielereien, die mir persönlich sehr gut gefällt. Let's rock, baby. Oh yeah. Genau so sieht's aus. Auf der Festplatte möchtest du das doch bitte speichern. Daten habe ich nicht. Wir machen ein neues Spiel. Und anders als bei den anderen Projekten, die ich habe. Two millenniums ago, there was a war between the human world and the other, the underworld. But somebody from the underworld woke up to justice and stood up against this legion. His name was Spawn. Later, he quietly reigned the human world and continued to preserve harmony until his death. He became a legend. The legendary Dark Knight, Spawn. Devil May Cry. I'm sorry, we closed at 9. Again, no password. I can't seem to get any real business. Whoa, slow down, babe. Well, well, what do we have here? Nature calls? It's in the back. So... You must be the handyman who'll take any dirty job. Am I correct? Almost. I only take special jobs. If you know what I mean. You're the man who lost a mother and a brother to evil 20 years ago. The son of the legendary Dark Knight Sparta, Mr. Dante. Well, the way I figure it, in this business a lot of you are kind of people. And if I kill each one that comes, eventually I should hit the jackpot sooner or later. In that case, you should be used to this sort of thing. Time to go to work, guys. Even as a child, I had powers. There's demonic blood in me. What strength? You were the first one to know about my vengeance. Looks like I'm getting close. It seems that way, but I'm not your enemy. My name is Trish. I came here to seek your help, to put an end to the underworld. What?
20 years ago, Mundus, the Emperor of the Underworld, resurrected. Mundus? Yes. His powers were sealed by Sparta. He's attempting to gain control of the human world once again. He has been preparing to open the gate on Malay Island. Is above this cliff. Come on, let's go! Ha! So, dann kann ich hier auch endlich spielen, aber bevor es hier losgeht, muss ich einmal kurz meinen Timer stellen, weil ich wollte so um die 15 Minuten Parts machen, vielleicht auch ein bisschen länger, je nachdem wie viel ich in den 15 Minuten geschafft habe. Und man sollte auch richtig... Was macht er denn hier? Ah, verdammter Scheiß, Stopper. Gut. Für die Lichtverhältnisse entschuldige ich mich mal schon mal im Voraus, da ich es irgendwie nicht schaffe, das heller zu stellen. Oder vielleicht kriege ich es ja hier, Datei. Und ich habe noch eine andere Idee. Aber dazu muss ich aber kurz einen kleinen Cut machen. Also, vielleicht hilft es ja. Wir werden sehen. Also, bis gleich. So, ich denke mal, ich habe es gelöst. Dass es jetzt auch mal so ein bisschen heller wirkt. Die Helligkeit ein bisschen hochgestellt, den Kontrast etwas runter. Und ich denke mal, es geht. Bin schon richtig auf die Kämpfe gespannt. Auftrag 1. Fluch der Blutmarionetten. Heben Sie den Bann auf und öffnen Sie die verwunschene Tür. Tja, dann wollen wir den Auftrag mal beginnen. Ja klar, wieso auch nicht? Da schließt sie mal hinter uns die Tür, ganz dreist. Achso, mit Y ist das Schwert? Ja. Und mit X ist eigentlich Bann. Aber wenn ich so stehe, dann kann ich die Waffen nicht nutzen. Mal ein bisschen mit der Steuerung hier bekannt. Oh! Ich will jetzt also auch schießen. Auch okay. Na gut, wir... Ja gut. Rote Kugel, ne? Ja, rote Kugel. Ein roter Stein, der ihnen neue Fähigkeiten und Türen öffnet. Die neuen Fähigkeiten stehen ihnen zur Verfügung, wenn sie die Steine dem Gott der Zeit opfern. Auch gut. Haben wir hier hinten eigentlich noch was Interessantes? Wenn, dann wollen wir uns ja schon mal... Oha! Da komme ich noch nicht durch, so wie es aussieht. Die Tür ist fest versiegelt. Ein rostiger Schlüssel könnte öffnen. Aha, ein rostiger Schlüssel also. Aha. Wir gucken mal auf der anderen Seite nochmal schön rüber. Da könnt ihr ja vielleicht auch nochmal zeigen. Aber anscheinend nicht. Na gut, dann gehen wir mal die Treppe hoch. Dann gehen wir mal die Treppe hoch. Oh, was? Wow, da kommen wir also nicht runter. Wie sieht's hier aus? Gut, hier kommen wir vorbei. Und dann kommen die ersten lieben Monster. Da komme ich anscheinend. Und was habe ich hier? Diese Statue muss wohl der Hüter der Zeit sein. Dieser Gott kennt jeden Moment der Vergangenheit und erinnert sich an alles. Die Wörter dieses Gottes sind eingraviert. Jene, die sich die alten Kriegskünste aneignen möchten,
müssen wir erst das Blut von Monstern bringen. Ich bekomme keine Antwort. Dann sollte ich erst einmal die darunter liegende Tür öffnen. Aha. Auch okay, aber wir gucken erstmal hier hin. Oh, wieso komme ich denn hier nicht rüber? Das ist doch Beschiss. Das ist ja Beschiss. Ja. Ah, immer schön her damit. Kann ich gebrauchen. Gut, hier haben wir es dann, gehen wir auf die andere Seite. Scheiße, so eine Hustanfälle. Komm, Dante, komm. Nicht dagegen laufen, Dante. Und weiter. Oh, da oben geht's vermutlich auch nochmal irgendwie. Wow! Ach, hauptsächlich. Das wusste ich ja gar nicht. Dann kann ich ja auch da hinten weiter. Dann komme ich ja hin ganz leicht heute. Wenn das so ist. Oder auch natürlich nicht, ne? Okay. Aber so geht's. Fragment der blauen Kugel. Auch bekannt als Fragment des Lebens. Macht aber nur ein Viertel des Ganzen aus. Im kompletten Zustand kann es die Kapazität ihrer Lebenskraft erweitern. Aha. Gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Na, ob ich hier... Man muss ja bloß wissen, wie, ne? Man muss ja wohl wissen, wie. Na? Wir haben 45 rote Kugeln verwendet. 45? Für sowas? Ein schweres Eisentor. Eisengittertor. Ist herabgelassen. Wenn man diese alte Burg verlassen will, muss wohl erst das Tor hochgelassen werden. Ist ja toll. Ja, genau, Dante. So sieht's aus. Gib mal schön her. Fragment der blauen Kugel. Oha. Dann haben wir schon zwei Fragmente. Aber hauptsächlich muss ich hier die roten Kugeln dafür nutzen, um auch ein paar Türen hier aufzumachen. Das hätte man ja nicht erwartet. Ganz ruhig, Dante. Durch das Fenster kann ich den Burggarten sehen. Aha. Oh, jetzt geht's also einen kleinen Gang hoch. Auch gut. Hier geht's nicht weiter. Aha. Mal ein bisschen Demolier-Action hier machen. Dante, was hast denn du jetzt da für ein Schwert? Oh. Was haben wir da? Rostiger Schlüssel. Der Schlüssel ist zwar verrostet, sollte aber trotzdem noch Türen öffnen. Und jetzt kommen sie, ne? Na, Kumpel? Auf dich habe ich ja gewartet.
Komm, mal schön hier. Gut. Problem weniger. Nein. Wer wird denn? Was haben wir denn hier Feines? Hier sind drei Öffnungen, in die man etwas hineinstecken kann. Ja, und ich möchte natürlich auch wissen, was. Nee, da geht's nicht lang. Und dann gucken wir mal. Das ist eine Leiter, aber die Klappe ist verschlossen. Aha. Dann komme ich also hier nicht weiter, also muss ich... Doch. Ah, Kumpel! Ich dachte, ihr habt langsam genug, aber nein. Warum denn auch? Wieso sollte man auch genug haben? Bringt ja nichts. Gut, dann geht's. Sie haben den rostigen Schlüssel verwendet. Na komm, Auftrag 1 will ich wenigstens abschließen. Gehen wir mal was her? Nee, doch nicht? Schade. Sonst noch irgendwas, was wir demolieren können? Weil wir sind ja immer so gerne in Demolierlaune, ne? Bei Devil May Cry. Achso, das sind wieder so eine Zusatzdinge. Dieses Emblem reagiert auf meine Mächte. Das gefällt mir darum nicht mit euch Jungs. Hier steht etwas. Die 17 Marionetten sind meine Herren. Niemand tritt hier ein, solange meine Meister hier sind. Aha. Ah, noch ein Fragment. Sehr schön. Trotzdem würde ich jetzt gerne mal wissen, was ich hier machen muss. Vielleicht müssen wir auch einfach mal hier ein bisschen was demolieren. Aber ich weiß nicht wo. Aha. Irgendwas muss ich ja machen. Wollen wir mal schauen. Irgendwo muss ja hier die Lösung sein. Naja, dieses Emblem. Ah. Sieh meine an. Na, was kommt jetzt, Jungs? Kämpfen? Ja, wusste ich doch. Na? Wer wird denn? Na? Da hinten haben wir grüne. Grüne Kugel, sobald sie diesen heiligen Stein erworben haben, wird ihre Lebenskraft wieder hergestellt. Sehr schön. Hi Jungs. Du willst auch noch? Ja, schön. Du kriegst auf die Fresse. Aber kein Problem. Oh, da kommen ja noch mehr. Noch mehr.
Du bezahlst LJC, sag ich. Dann kriegt dein Freund ja auch noch eins auf die Mütze. Aber vorher schnappt diese drei Jungs. Na? Na, du wirst dich doch nicht wieder zusammensetzen. Na, der hier. Ja, du kriegst gewaltig eins auf die Fresse. Ganz einfach, weil ich es kann und du dich viel zu oft regenerierst. Genauso wie... Nee, du nicht. Haha. Boah, immer noch nicht genug. Das war's wohl? Ja, gut. Auf jetzt, bitte. Oh, da waren noch mehr Jungs auf mich. Ja, Jungs. Na, willst du wohl dein Messer wegstecken? Na, die gibt dir mal schnell wieder. Wow! Jungs, Mann! Bleib mal ruhig hier! Also wirklich? Ihr könnt euch auch mal ein bisschen beherrschen, ja? Oder seht ihr das von mir, dass ich hier übrigens am Ausrasten bin? Ja, ich meine dich! Und da hätten wir das auch geschafft. Und ich habe ziemlich wenig Lebensenergie. Ich stelle mich wieder zu Nubik an. Oh, Auftrag erfüllt. Benötigte Zeit 14 Minuten. Wow, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Ranglistenbonus 100. Wer ist das? Und dafür speichern wir jetzt auch. Ja. Genau, auf der 3.1. Wir speichern, sehr schön. Gut, Leute. Und dann will ich auch sagen, ich verabschiede mich für dieses Mal. Wir sehen uns morgen wieder mit Devil May Cry 1 und bis dahin. Macht's gut und haut rein. Ciao.